Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Joker Meister, und wir spielen wieder das brandneue Call of Duty Vanguard, Leute. In der letzten Episode also haben wir die Invasion auf Stalingrad erlebt, Leute. Wir haben viele Deutsche getötet, wir haben den schrecklichen Tod unseres Vaters erlebt. Hier ist ein Bild, komischerweise. Keine Ahnung warum, aber wir haben seinen Tod erlebt, Leute. War schrecklich. Also, wir waren meist, oder soll ich sagen, ganz alleine unterwegs und sind hier gelandet. Und hier sollen wir auf die Rote Armee stoßen und weiter gegen die Deutschen kämpfen, Leute. Okay, bevor wir dann loslegen, wollte ich auch sagen, abonniert meinen Kanal, Leute. Und verpasst keine neuen Videos von Call of Duty, von Far Cry 6, von den neuen Battlefield, von den GTA Definition Edition klingt gut. Und den allen neuen Spielen, die rauskommen, von A bis Z, Leute. Also, wie gesagt, und abonniert mich und lasst ein bisschen Liebe da, like mein Video, lasst einen Comment, wie euch die Spiele gefallen, wie euch Call of Duty gefällt, welches von den Call of Duty so euer Lieblingsspiel war und so weiter, Leute. So, legen wir mal los. Hier habt ihr eine geile Waffe, ich habe schon gewechselt, habe mir die genommen, die ist richtig stark. So, ich nehme, Molotow habe ich schon genommen, okay, hier ist noch Munition, alles klar, die habe ich auch, okay. Hier ist ein Zwieler, okay, er ist tot, schrecklich. Hier ist so ein geiler Schreibtisch, aber wir gehen jetzt nach oben. Durch den Lüftungsschacht, okay. Kriechen kann man auch schnell laufen. Oh, hier sind auch ein paar Deutsche, okay. Ich versuche mal hier ein bisschen leise vorzugehen, Leute. Den kill ich mal selbst. Zack, das war's für dich, mein Freund. Mal sehen, hier gibt es ein paar Stück jetzt. Da sind ja viele am Start. So, ich check mal diesen. Ah, das sind ja Zivilisten da. Was für eine Kacke geht hier ab, Leute. Die möchten sie bestimmt töten. So, ich glaube, hier oben war noch einer. Ich check mal die Lage hier. Wo ist der denn? Ich glaube, da war noch einer hier. So, ich geh mal nach oben. Komm, schnell. So. Ah, ich sehe. Hier jemand. Alle Partisanen. Okay. Der kann mich leicht sehen. Hey, ich glaube, der hat mich jetzt gesehen irgendwie. Oder? Nee, okay. Ich gehe mal schnell rüber. Steiner kommt her, mach ihn knapp. Mach ihn kalt. So, da ist sie. Hier ist es keiner. Komm. Oh, zack. Das war's für dich, mein Freund. So, wie in Far Cry 6. Also, Call of Duty ist ein mega geiles Spiel, kann man nicht vergleichen, ist so klar. Aber Far Cry ist auch gut. Was meint ihr, Leute? Also, Far Cry 6 vs. Call of Duty Vanguard. Was würdet ihr sagen? Hier fange ich schon mal zu schießen. Zack! So, 2, sofort erledigt, alles klar. Weiter geht's. So. Hey, hier, gut. Ist das ein Maschinengewehr oder was? Lebt der noch? So, den hab ich auch. So, ihr könnt ruhig die Treppe runtergehen. Die Granate ist... Oh, da hab ich dich, mein Freund. Wow, Assassin-Stil wieder. Style, mein ich. Komm, ist der gestorben? Ich wollte gerade sagen, warum stirbst du nicht endlich? So, weiter geht's. Hier mal gucken.
Naja, hier wimmelt es von denen, aber. Okay. Erwägung, einverstanden. Gott sei Dank habe ich eine starke Waffe am Start hier. So, ich gehe mal wieder zurück. Gut, den habe ich auch jetzt. Hey, Scheiße! Was sollte das denn jetzt? Oh, das war jetzt aber knapp. Er hat sich selbst umgenietet mit der Granate. Oh, die kommt von beiden Seiten hier. Das ist richtig eng für mich jetzt. Das hätte ich nicht so machen sollen. Ich verkriech mich mal ein bisschen jetzt. Ich verkriech mich ein bisschen. Oh, das war auch knapp. Okay, die ist jetzt explodiert. Die kommt. Alles klar. Ich habe mich aufmerksam gemacht. So, zwei umgenietet. Weiter geht's. Weiter geht's. So, drei Stück. Und wieder rein in den Aufzug. War doch geil. Da noch einer. Da ist noch einer. Den, im Kopf. Gut. Wo weißt du denn die Granate? Du bist der präzise, mein Freund. Als würdest du mit zwei linken Händen die Granate werfen. Oh, was hat der jetzt gemacht? Hier hast du null. Brennt. Brennt hier, deutschen Soldaten. So. So, alle tot. Komm, weiter geht's. Hier gibt's aber Millionen Soldaten, oder was? Oh, ist das Maschinengewehr? Ja, das ist ein scheiß Maschinengewehr. Oh, ich kann nicht mal raus. Schlimm, schlimm, das sieht schlimm aus für mich jetzt. Der Swimmel kommt nicht von denen. Gut, gut, wieder bücken. Ich gehe mal auf die andere Seite. Komm, komm, schnell und bücken. Was machst du denn? Bist du drin? Okay, sie ist drin. Alles klar. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich mich ganz nach oben. Ja, das wollte ich. Gut, ich bin jetzt oben. Ich muss mal sehen, wo dieses Maschinengewehr ist. So, ich gehe mal hier rüber. Okay. Molotov nehmen. Hast du? Was dauert das so lange? Ja, Granaten überall, die schießen auf mich wie verrückt. Was habe ich denn hier für eine Waffe? Okay. Aber ich habe keine Munition hier. Oh, sie schießen ja unterbrochen auf mich. Ah, da ist der. Oh. Hey, geh weg. Gut. Den muss ich auf jeden Fall erledigen, sonst komme ich nicht weiter hier. Oh, Scheiße, das wird sehr schwer hier. Das war knapp. Wow, ich habe Medaille bekommen. Man muss alles ausprobieren, gut. Das war jetzt aber richtig knapp hier. Waffe zurück. So, wo ist er denn? Ich habe ihn da laufen sehen. Ich muss auf jeden Fall auf die andere Seite. Ich muss hier einfach auf die andere Seite, dann kann ich es vielleicht leichter schaffen. So. Denn allein ist das nicht einfach, Leute. Ich werde euch raten, geht die ganze Mission leise vor. So. Ihr habt nämlich selber gesehen, wie das schwer ist. Hier ist ein bisschen Munition. Ah, schade jetzt, dass ich das andere gewähne. Ich habe das auch gut. So, hier hast du. So, Kontrollpunkt erreicht. Was? Soll ich hier sein, oder? Das ist ja ein Labyrinth hier. So, Munition habe ich. Ich habe alles. Ich habe ich auch. Gut. Da hast du.
Ah, Scheiße. Ich hab da Gefangene da geworfen. Okay, Gott sei Dank starte ich von hier. Ah, da sind diese Gefangenen. Alles klar, tot. Noch einer. Tot. Hey, mit was schießt du denn auf mich? Ach du Arsch, ich riskiere das mal jetzt. Oh, gut weg. Wow, was der für eine Waffe hat. Meine Fresse. Hab ich dich jetzt? Ja, ich hab dich jetzt. Gut. Sie verstecken sich hier vor dir. Wo sind die denn? Gibt's hier noch welche? Ich glaube nicht, ne. Munition, auf jeden Fall. So, kann ich hier runterspringen? Ja. Ihre Flanke an. Wo ist sie jetzt? Die letzten sind Ich meine, hier. wo? Na, wo denn? Immer weiter vorrücken. Gut. Hier irgendwo. Feindliche Truppen. Alles klar, das sind alle meine Soldaten. Ach, das ist auch kacke, dass er so auf mich schießt. Ich sehe den Mann kaum. Also, von. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich, du. Hier hast du. War's das? Ja, das war's. Die stehen auf. Gut, wir haben es irgendwie geschafft, Leute. Mit wem soll ich Ich hier glaube, sie reden? sind tot. Kannst du uns jetzt Das ist befreien? ja mein Bruder. Das ist ja mein Bruder. Es ist Renka, das war Wir unglaublich. gehen. Jetzt. Gesboyt, ich hatte solche Angst, dass du. Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Kümmere dich um die anderen. Paulina? Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Misha. Nein. Misha, Nein. wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Ja. Richtig. Okay. Gehen wir. So, Leute, wir haben Misha Wie kommen wir gerettet. aus diesem Gebäude? Misha, konzentrier dich. Wie kommen wir zum Fluss? Hier ist ein Ausgang. Wir könnten durch die Kanalisation. Die Deutschen blockieren den Hof. Das wird schwer. Hast du noch mehr Vorräte, Waffen, irgendwas, das ich benutzen kann? Ich weiß, dass Soldatin vom Dach verteidigt haben. Sie hatten ein Funkgerät. Vielleicht sind da auch Vorräte. Ich gebe euch von dort aus Deckung. Bring du unsere Leute zur Kanalisation. Wie du meinst, Sestra. Vielleicht kannst du von dort aus Dach klettern. Okay. Hier solltest du aufs Dach kommen. Ich helfe dir hoch. Ich werde euch dann Deckung geben. Du warst schon immer ein besserer Schütze als ich. Vater ist jetzt bei mir. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Bring sie in die Kanalisation. Gebe euch vom Dach aus Deckung. Nicht verfehlen. Das tue ich nie. So, und darauf geht's heute. Sobald wir draußen sind, müsst ihr euch verstecken. Wir wissen, wo deine Position ist, okay? Und ich bin oben. Ich bin oben. So, hier entlang. Polina, Polina, kannst du mich hören? Ich bin am Funkgerät. Ich empfange nichts. Wo schrie ich hoch? Du hörst endlich mal Position, auf mich. okay. Wir sitzen im Krater bei der Bahn fest. Hier wimmelt es von Soldaten. Wir können zur Kanalisation, sobald du das Feuer eröffnest. Ihr seid umzingelt, Ivan! Okay. Akzeptiert eure Niederlage! Wir warten auf deinen ersten Schuss, bevor wir zur Kanalisation laufen. Stalingrad gehört dem Reich! Zack. Oh shit. Wo jetzt? Was soll ich jetzt machen? Schießen sie von Dächern auf mich?
Aber ich kann nicht mal den Kopf hier. Wenn es da Molotovs gibt, nur zu, Polina. Soll ich hier weg, Bruder? Soll ich hier weg? Nö. Soll ich weiter auf dich schießen? Das schaffe ich doch nicht. Ich kann nicht mal raus. Gut, dass du da oben bist und nicht ich. Lass die Sonne. Bewegung. So. Und ihnen hat seine Aufmerksamkeit. Keiner von euch wird diesen Schrank lebensverlassen. Zack. Zack. Genau, die schießen sofort auf mich, wenn ich ein paar von ihnen getroffen habe. Hast du da eine Kiste mit Molotovs gefunden? Die könnten helfen. So, hier habt ihr noch keine Molotovs mehr jetzt. Ne, das ist Munition. Hier sind Molotovs. So. Polina, wir brauchen Feuerschutz. Mütterchen Russland kümmert sich um dich. Warte mal. Kein Molotov mehr. Hier habt ihr hier, Scheiße. Oh shit, wenn sie anfangen zu schießen, Leute, das ist unfassbar. Das ist keine leichte Mission. Oh shit, die sind ja... Ach, scheiße. Okay. Ich empfange nichts. Du Schreckhund, du hörst endlich mal auf mich. Wir sind im Krater bei der Bahn fest. Polina, wir laufen auf dein Zeichen zur Kanalisation. Alles klar. Eure Niederlage. Und so, ich hab den. Wo sind die? Wo laufen die? Ich sehe die kaum. So, aber ich fäng mal an, auf dich zu schießen. Ich hab Pascha dich dabei sehen könnte. Partisanen, Bewegung! Polina hat seine Aufmerksamkeit! Zack, hab ich. Und zack, hab ich dich. Okay, das wird jetzt hier eng wieder. Nachladen. Ey, was schießt ihr denn so viel auf die? Schieß mal auf mich, genau, mein Freund. Auf mich, schön auf mich schießt. Ich will echt eure Aufmerksamkeit, bitte. So ist gut. So soll es auch sein. Zack, hab ich dich. Zack, ins Bein, ins Bein. Zack. Zack. Du bist sogar besser als Papascha. Genau. Wir kommen noch mehr von rechts, Polina. Von rechts, ja, ich weiß, ich sehe die. Zack, hab ich dich. Wo sind da diese Deutschen hergekommen? Zack, hab ich dich. Oh, Scheiße. Zack, ist der Monat, hab ich dich. Nur zu, Polina. Und noch einer, da, genau. Oh shit, ich hab wieder eine Medaille, okay? Weiter geht's, noch mehr. So, noch. Hier unten hey, habt ihr wie noch. Wie viele Molotovs hast du noch übrig? Zack, hab ich dich. Okay, ich hab noch übrig. Ah, die sind jetzt weg, die ändern die Position. So, zack. Noch. Oh, diese Mission ist auch der Hammer, Leute. Zack, hab ich dich. Nachladen. Und Molotov nehmen. Gut. Hinter uns sind mehr Deutsche. Auf der anderen Seite des Kraters. Wo? Aha, verstehe. Gut. Zack. Scheiße. Der hat den Kopf. Jetzt aber. Gut. Können Sie überhaupt einwerfen? Gut. Noch weiter musst du werfen. Genau so. Der schafft den. Zack. Was? Zack. Jetzt aber. Zack. Genau. Haltet ihr nicht mehr lange durch, Polina. Wir brauchen freie Bahn. Ich schieße die ganze Zeit. Was ich dabei sehen könnte. Okay, Leute, runter in die Kanalisation. Polina, gib mir die Deckung. Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen. Polina, das Hotel. Oh, das Hotel. Zack, hab ich dich. Nee.
Jetzt aber. Sie nageln uns von oben an der Hotellobby fest. Jetzt aber. Ich sehe. Oh, Scheiße. Wir werden von oben beschossen. Die Zack. Fenster. Zack. Noch jemand? Nee. Aber da unten. Zack. Doch, da ist doch einer. Zack. Ich wünschte, ich könnte so schießen. Jetzt. Bolina, sie wollen dich auf den Dächern flankieren. Wo auf den Dächern? Shit, wo sind die? Oh, da. Zack, hab ich dich. Zack. Hey, ich hab auch. Ich hab noch was. Genau, ich hab noch eine Waffe, Leute. Was denkt ihr euch? Polina, so. Komm hier runter! Und zur Kanalisation! Ich komme. Was soll ich springen oder was? Okay. Ich komme, ich komme, ich komme. Wartet auf mich, Leute. Wow, das war cool jetzt. Die Mission ist ja richtig cool. So, in die Kanalisation, schnell, schnell! Tür zu, Tür zu! Die kommen ja. Oh, das war knapp. Wow, Leute, die Mission war der pure Wahnsinn. Der pure Wahnsinn. Keine Kleinigkeit. Zu entfliehen, noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Und das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Was bringt deine Freunde zum Reden? Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nicht sehr gut darin, oder? Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So. Was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner? Verhaftet in Tempelhof? Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt her.
Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Bist du verletzt? Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihm gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen, wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Les Trois Mousquetaires ansehen. Und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas? Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Trau dich das nochmal? Dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt? Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben sie denn wohl nachgelogen? Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet. Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denk daran. So, Leute. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben es geschafft. Wir haben den Stalingrad überlebt. Wir haben unseren Bruder gerettet. Aber es geht jetzt weiter. Und zwar in den Pazifik, Leute. Und ich glaube, hier werden wir ein Flugzeug fahren, Leute. Genau. Eigentlich fliegen, für die Ausdrucksweise. Ich habe ein bisschen hier gelesen, deshalb. Also, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bleibt am Start, Leute. Wir zocken in den nächsten Video weiter und lasst mal ein bisschen Liebe, lasst mir ein Gefällt mir oder schreibt einen Kommentar. Auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachzocken, euer Jokermeister.